Ja, grüß Gott, ich bin der Meinrad Meierhofer aus Bram, freischaffender Bildhauermaler vom Beruf. Und da sind wir beim Mühle-Korser-Hof, wo ich meine Werkstatt habe, gemeinsam mit 4 anderen Künstlern. Ja, mein Werdegang zu dem Beruf war eben so, dass ich in einem Künstlerhaus aufgewachsen bin. Mein Vater war Autodidakt, auch schon Bildhauer und Maler und Schriftsteller in Zellermoos am Irsee. Und da bin ich natürlich mit dem von Kindheit auf verbunden gewesen und habe das kennengelernt. Und ich habe dann wirklich ab 7 Jahren schon gewusst, dass ich das auch werden will. Ein großer Anteil meiner Arbeit ist das Künstlernetzwerk Wildwuchs. Und da sind wir im angewandten Bereich und machen für Spielplätze Sonderbau in Form von Skulpturen oder irgendwelchen Installationen. Und aktuell arbeite ich eben an einem ganz großen Thema, Bettgeschichten. Und bei den Bettgeschichten arbeite ich seit 2013 an allem, was von der Geburt bis zum Tod stattfindet. Und weil ich eben immer beim Menschen und seinen Themen sein will, ist auch sowas dann dabei, wo es mir eben darum geht, einfach diese aktuelle Situation in eine Form zu bringen. Und das ist eben meine schwarze Serie. Und es führt einfach immer zu dem Werden und Vergehen. Und da gehört eben dann zum menschlichen Thema auch auf jeden Fall dann Krankheit und am Ende auch der Tod dazu.